ihr Lieben, jetzt wieder ein Schminktutorial, immer noch mit der gleichen Frisur, immer noch mit den gleichen Klamotten. Das liegt daran, dass immer noch der gleiche Tag ist, aber irgendwie habe ich heute so 1000 Ideen und ich habe mir jetzt mal so einen ganzen Wochenvorrat an Videos produziert. Heute möchte ich mit euch die Bad Barbie machen und ich habe das hier schon mal vorgeschminkt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie immer mache ich euch natürlich Fotos, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit einen schwarzen kleinen Kajal. Meiner ist jetzt von NYX, damit ich nicht immer meinen dicken Benefit-Kajal nehmen muss. Und was ihr als erstes macht, ihr setzt euch gerade vor euren Spiegel, guckt da gerade rein und dann gibt es ja hier so eine Falte. Und da zieht ihr jetzt einen Strich. Wie gesagt, wichtig ist, dass das gerade ist. Also nicht der Strich, sondern wie ihr in den Spiegel reinguckt. Also ich mache das jetzt mal. Ganz entspannt, also nicht irgendwie so oder so oder so. Einfach so entspanntes Gesicht. Ach nee, habe ich was vergessen. UDPP. Base sollte man natürlich machen. Gut, jetzt habe ich schon angefangen, ist egal. Ich mache den Look ja dann leider eh gleich wieder weg, weil er überhaupt nicht zu meinen Klamotten passt. Aber grundsätzlich Base vorher auftragen. So, also es muss ja jetzt noch nicht so ein super exakter Strich sein, aber dass ihr jetzt genau wisst, wo das langläuft. Und jetzt könnt ihr das ja so ein bisschen ziehen, wie ihr das wollt und macht da quasi einen schönen exakten Kajalstrich dran entlang. Das mache ich deswegen, weil, wie ihr das ja hier wahrscheinlich schon sehen könnt, wir heute nicht verblenden, im Gegensatz zu allen anderen Techniken, wo wir es sonst immer machen, sondern das soll im Prinzip eine scharfe Kante sein. Und damit die Farbe sich nicht, wenn ihr das Auge auf und zu macht, dann mit dem Schwarz vermischt, ist das eben eure Grenze. Dann nehmt ihr euch einen Pinsel, am besten sowas exakt ist hier, so ein feiner Pinsel oder so. Und fangt an, das Schwarz so nach außen ein bisschen zu verblenden. Da verblenden wir dann wieder. Also ihr seht, ganz ohne Verblenden kommt man nicht aus. Also ihr zieht es einfach so ein bisschen nach oben. Und das kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen dauert. Aber es muss halt schön gleichmäßig gemacht sein, damit ihr einen schönen Übergang habt. Und da werde ich auch mit Sicherheit gleich nochmal mit dem Kajal drüber gehen, also quasi so in Schichten arbeiten. Aber seht ihr dann ja gleich. Also ihr geht hier einfach mit dem Pinsel so drüber und lasst das so ein bisschen. So, also einfach immer mal wieder mit dem Pinsel so dran lang gehen, dass das Richtung Braue dann so ein bisschen ausläuft. Und dann, wie gesagt, zwischendurch, wenn es dann zu dünn wird vom Farbauftrag hier, einfach wieder was aufsetzen. Da kann ich euch jetzt auch nicht wirklich was Genaueres zu sagen. Also das seht ihr. Das ist immer so schade, dass die Kamera so diese Details dann leider verschwinden lässt. Aber probiert es einfach aus. Also wie gesagt, das kriegt ihr dann schon ganz gut hin. Der Strich soll halt innen relativ schwarz sein und sich dann ganz fein ins Nichts auflösen im Prinzip. So, dann sieht das so aus. Dann nehmt ihr euch einen knallpinken Lidschatten. Ich habe einen von meinen Minerallidschatten. Und damit das so richtig schön deckt, verwenden wir den feucht. Und ich mache wieder hier in das Deckelchen so einen Tropfen Mix im Medium rein.
nehmt ihr euch einen schönen spitzen, nicht zu großen Lidschattenpinsel, weil ihr müsst jetzt sehr, sehr exakt malen. Ihr wollt also auf keinen Fall diese schwarze Linie übermalen, denn dann ist der ganze Effekt quasi hinüber. Also ihr mischt euch das so zusammen. Bei mir sieht das jetzt so aus. Also nicht flüssig ist, sondern mehr pastös. Dann habt ihr das ganz gut unter Kontrolle. Und dann fangt er im Prinzip an und schattiert das ganze Augenlid aus. Macht er am besten erstmal unten, in der nicht gefährlichen Ecke sozusagen. Und arbeitet euch ganz vorsichtig nach oben. Also ist jetzt wirklich wichtig, dass das exakt wird, denn das macht den Look im Prinzip so aus. Und da der Pinsel ja auch relativ spitz ist, macht er jetzt quasi dieses Drittel vom Auge, was euch bisher fehlt, also wo ihr das Schwarz nicht gemacht habt, das füllt ihr dann auch aus. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt Königsdisziplin. Liquid Eyeliner. Jetzt könnt ihr also nochmal gucken, nachdem ihr jetzt mein Eyeliner-Video gesehen habt, dass ihr nochmal drauf achtet, wie ich das mache. Also wie gesagt, ich ziehe mir das Auge hier so ein bisschen lang und das stütze ich dann darauf ab. Und dann male ich erstmal auf den Wimpern entlang. So dass ich also am Auge selber erstmal nur eine dünne Linie habe. Und die Wimperntusche. Ich nehme diesmal wieder die Lash Injection von Too Faced aus dem gleichen Grund wie im letzten Tutorial. Finde das zu diesem Make-up super, die ganz dramatischen Wimpern passen. Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich dazu auch falsche Wimpern genommen. Aber sowas habe ich mir bisher noch nicht gekauft. Aber ich befürchte, das muss ich demnächst mal machen. Schön oben und auch unten tuschen. Und voilà. Habt ihr die Bad Barbie fertig. Mache ich jetzt gleich noch ein paar Fotos. Ah nee, ja, wir haben doch einen Lippenstift vergessen. Ich habe doch noch so einen super pinken Lippenstift. Ha, weil ich fast immer nur die Augen mache, habe ich da jetzt gar nicht dran gedacht. Also, ich nehme erstmal einen ganz pinken, ganz so dunkelpinke Basis. Das ist so eine Art Lippenstift, Lip Liner in 1. Und dann habe ich noch von Lip Fusion so einen rosa Gloss mit so richtig schönen Glitzer drin. Also das kann auch schön dramatisch sein. Schmeckt lecker. Und den mache ich jetzt noch da drüber. So. Rouge könnt ihr auch noch machen. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich meine 10 Minuten sowieso schon überschritten habe. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachschminken. Ciao, ciao. Eure Bad Barbie Coco. Tschüss. Das war eigentlich...